Im Rahmen der Eigenschaften trigonometrischer Funktionen werden wir uns in diesem Tutorial genauer anschauen, wie man von Kurve oder vom Schaubild einer trigonometrischen Funktion zum Funktionsterm kommt. An dieser Stelle möchte ich sagen, wenn die Eigenschaften trigonometrischer Funktionen nicht bekannt sind, dann bitte noch das Tutorial zu den Eigenschaften anschauen. Ich werde an dieser Stelle einfach eine Infokarte einblenden. Sonst gehen wir dann weiter zu unserer Problematik. Wie bereits erwähnt, unser Ziel ist es, anhand eines Schaubildes den richtigen Funktionsterm aufzustellen. Also zu der Problematik. Wir haben ein Schaubild von der Funktion f von x. Wir möchten ihre Eigenschaften richtig ablesen und dadurch einen Funktionsterm aufstellen. Um das hinzubekommen, müssen wir uns erstmal die Voraussetzungen für einen möglichst einfachen Lösungsweg anschauen. Die erste und die wichtigste Eigenschaft ist, die Periode richtig abzulesen. Wir haben hier das Schaubild einer trigonometrischen Funktion und unser Ziel ist es, auf möglichst verschiedene Weisen die Periode abzulesen. Eine der einfachsten Möglichkeiten, wenn das alles sichtbar ist, ist den Abstand zwischen zwei Hochpunkte oder zwischen zwei Tiefpunkte zu betrachten. Das entspricht genau einer Periode. Also wir können das hier kurz andeuten. Entweder hier, wenn es gut ablesbar ist, oder hier kann man das problemlos auch ablesen. Allerdings gibt es auch viele Schaubilder, die das nicht anbieten. Das bedeutet, dass es nur ein Ausschnitt aus dem Schaubild gegeben, wie zum Beispiel nur ein Hoch- oder ein Tiefpunkt, der ablesbar ist. In diesem Fall gibt es auch keine großen Probleme. Zwischen ein Hoch- und ein Tiefpunkt ist natürlich immer eine halbe Periode vorhanden. Das bedeutet, das könnte uns auch noch helfen, wenn wir wissen, dass wir hier p halbe haben. Dann nehmen wir diesen Abstand auf der x-Achse einfach mal 2. Dann haben wir unsere Periode. Und eine weitere Möglichkeit wäre, sich ein bisschen an der Mittellinie zu orientieren. Wir erinnern uns von den Eigenschaften. Die Mittellinie ist in diesem Fall die Verschiebung auf der y-Achse bzw. die Linie, die von Hoch- und von Tiefpunkt den gleichen Abstand hat. Und wenn man dieser Mittellinie folgt und zum Beispiel einen Wendepunkt startet, ein Buckel hoch und dann noch ein Buckel runter hier, dann hat man an dieser Stelle hier auch die Periode. Also auch hier kann man ganz gut nach links und nach rechts die Periode ablesen. Eine dieser Möglichkeiten wird es immer tun. Das ist das Erste, auf was ihr Acht geben müsst. Eine weitere Voraussetzung wäre, anhand der Mittellinie die Amplitude richtig abzulesen. Dafür schauen wir uns jetzt folgendes Schaubild an. Zuerst ermitteln wir die Mittellinie. Das ist genau die Verschiebung auf der y-Achse. Also kann man eigentlich ganz gut erkennen hier, weil es ist die jeweilige Linie, die von Hoch- und Tiefpunkt immer den gleichen Abstand hat. Also dieser Abstand zwischen Mittellinie und Hochpunkt oder Tiefpunkt kann man auch als Amplitude bezeichnen und in diesem Fall anhand dieses Koordinatsystems wäre es natürlich von 1 bis 3 sind 2 Einheiten. Also das wäre die Amplitude. In einem weiteren Beispiel, eine kleine Besonderheit, auch hier bei diesem Schaubild wäre die Mittellinie eigentlich bei 1 und wir könnten gleich sagen, dass die Amplitude 2 ist. Und das stimmt ja auch, die Amplitude wäre ja 2, aber im Vergleich zu der linken Funktion, was eine positive Sinusfunktion ist, also nach der y-Achse erkennen wir, geht die Funktion nach oben. Die rechte Funktion geht nach der y-Achse nach unten, wenn man sie jetzt nicht als verschoben auf der x-Achse betrachtet. Deshalb nicht vergessen, auch wenn die Amplitude tatsächlich 2 ist, davor gibt es beim Funktionsterm noch ein Minuszeichen wegen der Spiegelung an der x-Achse. Und jetzt zu unserem ersten Beispiel. Wir haben das Schaubild einer Funktion f von x. Ich glaube, das Koordinatsystem ist ganz gut ablesbar. Die erste Entscheidung, die wir treffen müssen, ob sich dieser Schaubild eher als Sinus oder als Cosinus besser eignet. Dadurch vergleichen wir oben rechts in der Ecke mit dem Standard Sinus- und Cosinusfunktion. Wir erkennen ganz leicht, es ist besser, wenn wir es als Sinusfunktion wählen. Sie startet mit dem Wendepunkt auf der y-Achse. Als nächstes versuchen wir uns zu erinnern, wie der allgemeine Term einer trigonometrischen Funktion aussieht. Unten abgebildet der allgemeine Term einer Sinusfunktion. Also, unser Ziel ist zu entscheiden, welche Werte wir für a, b, c und d einsetzen. Wir fangen mit der einfachsten Eigenschaft und zwar, wir zeichnen die Mittellinie.
Wir haben es auch vorher gerade erwähnt, die Mittellinie ist immer die Verschiebung auf der y-Achse. Das bedeutet, in diesem Fall ist das unser d. Und d wäre an dieser Stelle 1. Zweitens, anhand der Mittellinie kann man ganz gut die Amplitude ablesen. Der Abstand zwischen Mittellinie und Hoch- oder Tiefpunkt ist die Amplitude. Also die Amplitude wäre jetzt an dieser Stelle 2. Und als nächstes wäre auch ganz gut, wenn wir die Periode ablesen. Wir erinnern uns, wir brauchen die Periode, um einen passenden Wert für b zu bestimmen. Also, für die Periode gibt es mehrere Möglichkeiten. Klassischer Weg, ich fange hier bei der y-Achse, gehe einen Buckel hoch, einen Buckel runter. Und das bedeutet, hier kann ich schon ablesen, dass die Periode 4π ist. Oder ich nehme den Abstand zwischen Hochpunkt und Tiefpunkt auf der x-Achse und da habe ich meine halbe Periode, also von π bis 3π sind 2π, mal 2 genommen, hätten wir auch die Periode. Also, kurz gesagt, die Periode wäre an der Stelle einfach 4π. Und wir erinnern uns, die Verbindungsformel zwischen b und der Periode lautet, b ist 2π durch die Periode. In diesem Fall sind es 2π durch 4π. Also, die Pis kürzen sich weg, die 2 und die 4 auch. Bleibt hier eine 1 und eine 2, also b ist 1/2. Und zuletzt, aber ich glaube, das ist ganz gut erkennbar, die Funktion ist gar nicht nach links oder nach rechts verschoben auf der x-Achse. Daher ist unser c entsprechend 0. Damit können wir jetzt problemlos die Funktionsgleichung aufstellen. Die lautet dann, also unsere Amplitude war 2, 2 Sinus von 1/2 x, weil wir kein c haben, und am Ende noch plus 1. In unserem zweiten Beispiel haben wir auch eine trigonometrische Funktion. Diesmal habe ich mit Absicht die x-Achse nicht in Abhängigkeit von π gewählt, sondern mit normalen Zahlen. Es muss nicht immer sein, dass alles in Abhängigkeit von π ist. Und auch hier ist unser Ziel natürlich, sozusagen den Funktionsterm aufzustellen. Zuerst wieder die Entscheidung, was ist besser, Sinus oder Cosinus. Wenn wir jetzt mit dem Standardfunktionen, die rechts oben abgebildet sind, vergleichen, dann würde ich mich jetzt persönlich für die Sinusfunktion entscheiden. Allerdings, wir sehen, dass oben die Standard-Sinusfunktion nach oben geht, nach der y-Achse, und unsere geht nach unten. Also wir haben dann eine Spiegelung an der x-Achse. Die müssen wir noch berücksichtigen. Aber dazu gleich. Wir fangen genauso wie vorher an. Wir deuten erstmal die Mittellinie oder die Verschiebung auf der y-Achse und wissen dadurch, für unser allgemeinen Funktionsterm, so wie vorher, d ist 1. Dann die Amplitude wäre in diesem Fall von 1 bis 3 wieder 2, aber wegen der Spiegelung können wir das dann als die Amplitude als minus 2 bezeichnen, oder wir müssen besser gesagt nicht, wir können. Als nächstes die Periode. Die Periode könnte man in diesem Fall wieder ab der y-Achse ablesen, ein Buckel runter, 1 hoch, dann wären wir hier an der Stelle bei 4, oder als Abstand zwischen zwei Hochpunkte oder zwischen zwei Tiefpunkte wäre hier ganz gut erkennbar. Also unsere Periode ist dann 4 und somit können wir mit unserer Formel auch b bestimmen, also b ist 2π durch p, das bedeutet in diesem Fall sind das 2π durch 4, nachdem wir die 2 und die 4 gekürzt haben, bleibt dann für b nur pi halbe übrig. Und die Funktion ist wieder nicht nach links und nach rechts verschoben, deshalb ist unser c 0. Damit können wir dann wieder schon das Funktionsterm aufstellen. Also, minus 2 wegen der Spiegelung an der x-Achse und dann Sinus von pi halbe x plus 1. In diesem letzten Beispiel möchte ich diese Funktion auf zwei verschiedene Weisen darstellen. Das bedeutet einmal als Sinus und einmal als Cosinus-Term. Dafür orientieren wir uns wieder an unsere Standardschaubilder oben rechts, Sinus und Cosinus. Und als erstes möchte ich die Funktion als Sinus-Term darstellen. Wie bereits in den behandelten Beispielen erwähnt, wir fangen immer an schön mit unserer Mittellinie. Die wäre in diesem Fall bei minus 1 und diese Mittellinie ist gleichzeitig die Verschiebung auf der y-Achse, deshalb ist d
bereits minus 1. Dann können wir die Amplitude ablesen. Das wäre ja hier der Abstand zwischen Mittellinie und Hochpunkt. Von minus 1 bis 2 sind 3 Einheiten. Und sie ist natürlich positiv, weil die Sinusfunktion nach der y-Achse nach oben geht. Als nächstes die Periode. Die Periode kann man auch ganz gut hier von der y-Achse ein Buckel hoch und ein Buckel runter bis 8 erkennen. Also die Periode wäre bei uns p ist gleich 8. Damit können wir unser b bestimmen. Und zwar 2π geteilt durch 8. Wenn wir das nochmal ein bisschen kürzen, sind es pi Viertel. Und eine Verschiebung nach links und nach rechts auf der x-Achse gibt es wieder nicht. Also c ist erneut 0. Damit können wir die Funktionsgleichung aufstellen und die lautet dann einfach, also Amplitude war 3, 3 Sinus, Klammer auf, pi Viertel x minus 1. So, wenn wir jetzt die Funktion als Cosinusfunktion darstellen wollen, dann bleiben die meisten Eigenschaften gleich. Das bedeutet, wir haben immer noch die gleiche Verschiebung auf der y-Achse. Also auch für die Cosinusfunktion zählt d ist minus 1. Die Amplitude ist immer noch 3. Und an der Periode ändert sich natürlich auch nicht. Also die Periode ist immer noch 8. Daraus folgt für uns wieder, dass b pi Viertel ist. Das Einzige, was Besonderes auftritt, ist die Tatsache, dass jetzt die Cosinusfunktion eigentlich auf der x-Achse verschoben sein muss, weil die Standard-Cosinusfunktion, sehen wir hier oben, startet mit einem Hochpunkt bei 0. So, wir schauen, um wie viel es nach rechts verschoben ist, und zwar um genau 2 Einheiten. Das bedeutet, unser c ist dann entsprechend 2. So, also c ist 2 und das setzen wir dann alles in den Funktionsterm ein und haben f von x ist dann 3 Cosinus von pi Viertel, Klammer auf, x minus 2 und dann noch minus 1. Also, in diesem Beispiel habt ihr gesehen, wie man Schaubild entweder als Sinus- oder als Cosinusfunktion darstellen kann. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Die Reihenfolge, in der man die Eigenschaften aus dem Schaubild abliest, ist von großer Bedeutung. Wenn ihr Probleme damit habt, haltet euch bitte an die Reihenfolge, die ich bei den Beispielaufgaben genommen habe. Zweitens, selbstverständlich muss man die Standardschaubilder von Sinus und Cosinus auswendig kennen, am besten. Und nicht zuletzt, die Eigenschaften, damit meine ich Verschiebung, Streckung und Spiegelung, müssen natürlich bekannt sein. Was man nicht kennt, kann man auch nichts erkennen. Deshalb an dieser Stelle nochmal den Hinweis, wenn ihr Probleme damit habt, schaut euch nochmal das Tutorial über die Eigenschaften von trigonometrischen Funktionen.